Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir sind am Start und wir geben uns die Vollversion von den Julian Bam Songs, die wir uns noch nicht gegeben haben. Heute haben wir am Start Hour, die Vollversion von Julian Gringo. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch, die eine Highlight-Zeile aus dem Songs aus der Bohne-Song-Part, den wir gehört haben schon, war werfe einen Stein bei Ankerkraut rein. Ich sag's, es ist Ankerkraut davor schon viel zu teuer gewesen, aber jetzt muss man sowieso nicht mehr kaufen. Rein da. Alles heiert, Horror, Haifisch, Nacker. Oh, stimmt, das war mal diesen mit Fritz Meinecke und diesen fetten Kostüm, die sie am Start hatten. Das war geil gemacht, Digga. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Kampf im Armband, Aua, Kick, Spitzer, Bleistift, Fünfer, Einschicht, Gelber, Sidekick, Boah, Passte, nein, nein, Hallo, Böses, Weil, geh mit Machete in Wildnis, komm zurück mit drei. Digga, war das eigentlich ein echter Esel? Ganz kurz nochmal. Komm zurück mit drei. Nee, okay. Nee, auf jeden Fall kein echter Esel. Passt gar nichts von den Proportionen her. Aber sah eigentlich noch bad aus. Jetzt. Werfe einen Stein bei Ankerkraut rein. Das ist wirklich gut gemacht, Mann. Das ist so dieses Kopfnicker-Ding. Man muss wirklich dem Team von Ju lassen, dass sie wirklich diese Parodien von den Künstlern und Künstlerinnen echt unfassbar stark immer umsetzen, finde ich. Also es passt wirklich aufs kleinste Detail immer. Wir sind im Bau und du bist ein Bauer. Du sagst, wir sind im Bau und du bist ein Bauer, war auch so eine gute Zeile eigentlich. Richtig gut, Mann. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Also Leute haben auch hier wieder bei den letzten Reactions geschrieben, wie kann man denn sowas als gut bezeichnen? Jungs, ihr dürft das hier doch nicht mit Kollega vergleichen oder so, mit richtigen Rap vergleichen. Das ist obviously künstlerisch Spaß, Theater, Film, Fernsehen mäßig gemacht, okay? Und obviously ist es gut, wenn die Parodie einfach lustig ist, unterhaltsam, eine gute Qualität hat. Das ist jetzt nicht der nächste Banger, der, keine Ahnung, auf Spotify hoch und runter gestreamt wird, okay? Da muss man ein bisschen differenzieren noch. Jetzt kommt der neue Part. Okay, Digga, no front. Wir sehen hier Bibi, ein Bild von Bibi. Okay, ansonsten aus der Crew kommt mir keiner bekannt vor gerade. Okay, ich bin gespannt. Man erinnert mich vom Set her an das Video vom Babawagen, ApoRed oder Numero Uno war es, glaube ich, was auch nur in so einem Studio gedreht wurde. Geil. Treffpunkt, Südstadt, Wilder, Hühner, 70, Brüder, ich ein süßer Master, Plan. Digga, ich sag's, es ist, die Reime sind gut. Die Reime sind sehr, sehr gut. Brüder, ich ein süßer Master, Pläne, es trifft jeden, ganze Gang in Quarantäne. Boah, Schneekette, Eiszeit, City wird so heiß, ein Zahn. Oh, ich frag mich, was die Leute gedacht haben, weil die sehen ja echt aus wie so eine Gang von gewaltbereiten Jugendlichen, sag ich mal. Bye, bye, hab zu stark gebeißt. Oh, 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 oh. Wir sind nicht sauber, du bist ein Sauer. Wir sind Bauer. Das Einzige, es ist halt noch zu deutlich und hat zu viel Inhalt für den richtigen Gringo-Song. Das ist das Einzige vielleicht. Ihr seid happy und wir happy hour. Ich hab einen Traum und ihr habt einen Trauer. Ihr wollt Rind, aber Rind, der ist leckerer. Yeah, ah, das ist meine Gang. Wir kommen mit Ventilatoren und mit Pflanzen, yeah. Ey, das war aber lustig. Ich sag's, ich find's cool, dass wir da noch einen coolen Bart bekommen haben. Weil ich frag mich echt, ich hätte gerne gesehen, wie das gedreht wird und wie die Leute in der Stadt darauf reagieren. Wenn die da so sehen, ist das halt gerade Julian Bam, der gerade mit der Topfpflanze durch die Gegend rennt und so einen komischen Rauschebart? Ist das nicht Julian Bam? Ist er abgestürzt? Was ist los mit ihm, Mann? Was ist passiert? Ich hätte das gerne gesehen, wie die Leute darauf reagieren. Aber alles in allem, Freunde, wollte ich halt, wie gesagt, einfach diese Vollversion mit euch aufholen. Ich bin jetzt gerade, wo ihr das Video seht, auch auf der Gamescom. Deswegen, ich brauchte eh so ein bisschen Content, ein bisschen Stuff, den ich vorproduzieren kann für euch. Und da dachte ich, ey, es gibt keinen besseren Moment als diesen hier jetzt, um mit euch diese Sachen aufzuholen, ja? Deswegen werden wir uns auch noch Cool und Fresh und Tornado, den Tornado-Song anhören. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich wünsche euch jetzt aber erstmal einen wunderbaren Tag. Bleibt bitte so fresh und gut aussehend wie immer und ciao.